Morgen, morgen, Mensch, Midgards. Wir sind wohl ein Contraband Police. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie hat das Spiel ungünstig gespeichert. Denn ich muss, ups, mit der Karre hier erstmal wohl zurückfahren. Ja, ich habe quasi nicht gleich direkt aufgenommen, wie ihr seht. Sondern mache hier jetzt weiter. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Welche Richtung gucken die Karre? Okay, ich muss also nach oben links. Gut. 4 Minuten Zeit, ja. Letztes Mal haben wir ja quasi am Grenzposten aufgehört und ja. Die Speicherpunkte sind ein bisschen bescheiden. Und jetzt muss ich das quasi nochmal nachholen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das hier gerade war. Ja. Gut, so ist es. Müssen wir durch. Ich hoffe, dass ich hier richtig fahre. Naja, mehr oder weniger. Eher weniger als mehr. Aber irgendwie werden wir ja wohl in den 4 Minuten noch zurückkommen. Ach, Schaden am Auto gemacht. Ungünstig. Kostet uns verloren Fuffi. Das ist teuer. Egal, was das Auto hat, das ist immer ein Fuffi. Wo fahre ich eigentlich lang? Ich gucke gar nicht mehr auf die Karte. Scheiße. Oh, die schießen ja so auf mich. Moment mal. Lass mich mal raus hier. So, was sollte das denn jetzt hier, Leute? Schießt mir mein Auto kaputt. Ich hab jetzt bestimmt einen Platten. Der Gummi kann auch nicht dafür. Guck mal da. 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 Hä? Die Waffe so genau hat. Na gut. So, kann man die noch durchwühlen? Ja, irgendwie war doch das. Ach, gucke an, der Wodka hat dabei und Zigaretten. Ja, genau, kuschelt mal eine Runde. Es ist, glaube ich, ganz gut für euch. Zwei, nee, den will ich nicht. Was haben Sie denn noch dabei? Oh, noch mehr Wodka und noch mehr Zigaretten. Aber waren das nicht noch immer mehr? Ah, hier hinten ein Lichter. War so weit weg, ja? Meine Güte. Hat er sich einfach aufgelöst. Also allzu lange bleibt ihr nicht liegen, wa? Komm, dich nehmen wir mal mit. Kann ich nicht. Ich kann bloß. Doch. Hä? Nein, sie lösen sich auf. So. Ja, ein bisschen was kaputt am Auto ist ja nun wirklich schon mal. Muss ich zugeben. So, jetzt nochmal gerade gucken. Oh, immer geradeaus. Machst du da? Halber der Baum im Weg gepackt. Nee, nee, ist bestimmt gerade gewachsen. Vorher war der noch nicht da, bin ich mir sicher. Scheiße. Steuert aber auch extrem immer, dieses Übersteuern. So, ich bin wohl noch am Außenposten, Leute. Ich guck mal, was ich mit der Karre hier anstelle. So, Motor wieder aus. Die Arme, die nur halb da sind, parken, steigen aus. Heck dir, ist ja wie Klima. Ja, komm, Kollege, mach mal bitte die Karre für den Fuffi einfach reparieren. Ja, wie schnell das immer geht. Einfach einmal schwarzen Bildschirm, einmal Augen zu, einmal Augen auf und oh, alles wird doch schick. So, was ist hier los? Ach, den LKW, den hat bestimmt letztes Mal noch gemacht gehabt. Ah, das ist natürlich ungünstig. An den erinnere ich mich gar nicht. Die sieht irgendwie anders aus. Ja, guten Tag, Herr Nosse. Geben Sie mir mal bitte Ihre Papiere. Dass ich dir das auch noch sagen muss. Solltest du doch an der Grenze wissen, oder nicht? So, wir gucken mal. Deine Stoßstange hat schon mal nichts. Deine Reifen sehen auch ganz in Ordnung aus. Och nee, naja, dann komm. Steigen Sie mal bitte aus. Jetzt steche ich Sie ab. Du willst bei 330 gehen? Du kannst mal inhaftiert werden. Was hältst du denn davon?
Ich will dein Geld nicht. Gibt's nicht. Ich bin unbestechlich. Nein. Hier wird weiter gesucht jetzt. Hab dich ja nun schon erwischt beim Scheiße bauen. Dass ich dich nicht einfach anquatschen kann nach dem Motto, nimm mal fest. Da, gucke an. Ist mein Messer kaputt, Jan? Kann ja wohl nicht wahr sein. Beide Sitze. Kann ich dich jetzt festnehmen? So. Könnt ihr zugucken? Ja. Könnt ihr direkt... Oh, ihr seid ja schon voll hier drin, wa? Oh, oh. Da muss ich euch bestimmt gleich mal wegbringen. So, wir müssen die Karre natürlich weiter durchsuchen. Messer drinne. Messer hier drinne. Ja, habe ich tatsächlich sogar noch. Perfekt. So, können wir gleich wieder ein paar abstechen. Nee, das kommt alles hier mit rein, bis ich mal wieder jemanden finde, wo ich handeln kann. Ganze Platz ist echt ungünstig. Halt. Halt. Mal gesehen, dass ich ja nur Maschine, wie letztes Mal noch hatte. Pistolenmuni, nachfüllen. Nee, so. Und der Rest bleibt da drin. Immer 10, ist glaube ich ganz schick. Der Putz da drin, auch schön. So, die Karre. Ah, ich komme ans letzte Kokain nicht. Ah, jetzt. So, wie viel Koks haben wir hier noch? Noch ein Päckchen. So, am Himmel noch irgendwas? Ist hier sonst noch was? Nee, so, den Reifen hatten wir schon. Aber den noch nicht. Meine Güte, was ihr alles versteckt hier. So, muss ich den Rest des Autos trotzdem durch einmal komplett durchgucken? Ich glaube ja. Erstmal alles rausnehmen. Müssen wir gleich nochmal schauen. Also, dieser Boden hier und so. Da scheint nichts weiter zu sein. So, dann schreiben wir mal auf, was wir hier so finden. Am wichtigsten natürlich das Klo. Gut, damit haben wir alles. Das war UV, ja. Hier ist erstmal nichts im Scheißhaus. In der Ware hier scheint auch nichts zu sein. In der Waschmaschine auch nicht. Ihr habt so viele Möglichkeiten zu verstecken gehabt. Was ist denn das hier eigentlich? Noch eine Waschmaschine, aber hier ist auch nichts. Und in den Kisten? Na, da kann man nicht reingucken. Oh doch. Oh doch. Zum ersten Mal, dass wir die Dinger aufmachen können. Brauchen wir was zum Hauen. Den hier also. Ho! Plopp, plopp. Ich sehe 4 Stück liegen, aber ich krieg nur 2. Na gut. Machst du gerade Pissen oder was? Du zielst. So, Maximov. Mach mal bitte alles wieder einräumen. Ich bin gar nicht bedrohlich mit der Brechstange auf dein Gesicht. Das Ergebnis der Überprüfung? Ich hab dort doch bloß die Schmuggelware weggeräumt. Ach, alles gefunden, ja, stimmt. Perfekt. Ha, ich hatte schon Sorge, dass ich irgendwas vergesse und enttrinken muss. Denn, ja, immer wenn ich was verkacke, dann bin ich dran und ja. Diesmal habe ich aber Whisky, keinen Wodka und auch keinen Met. In Fahrzeugfarbe rot muss ich also noch drauf achten. Ansonsten, was hatten wir noch? Arbeitspflicht stimmt, wir nehmen keine Künstler, Lehrer und Journalisten. Die sind nämlich zurzeit Schmutz. das Blöde ist, wenn ich jetzt ein Auto kriege, was ich untersuchen muss, dann kriege ich ein bisschen Probleme, weil ich keinen Platz mehr im Gefängnis habe. Also wenn ich jemanden festnehmen muss. Du kannst gehen, nee. Polizeiauto? 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 Ich darf dir nicht über Nacht im Bullenauto lassen. Also, nee, den nächsten nicht. Die Richtung, war schon richtig. Ich habe ja beidseitig Türen, das traf ich jetzt erst. Bin nur auf die andere Seite gegangen. Mach doch zu. Ist alles Ordnung haben hier. So, die Leute sind hier drinnen, hoffe ich mal. Ja. Guck mich nicht so an. Ach, da war noch einer drinnen von dem anderen. Stimmt, das war der im Auto, letzte Folge, den ich vergessen habe. Über Nacht.
Und der dann entkommen ist. Das heißt, er ist nie entkommen. Niemals. So, ich glaube, das war immer. Hä? Kann ich die nicht erstmal bitte wegbringen? Oh Gott, jetzt habe ich da 4 Leute drin. Ne? Ich muss erst. Und dann darf ich die anderen wegbringen aus. Mensch, hier. Ich bin der einzige Depp am Grenzposten. Was hast denn du für Klamotten an? Erstmal sehe ich da hinten schon die Pack. So, Junge. Zeigen Sie mal Ihre Dokumente. Toll, meine Taschen sind jetzt voll mit allem möglichen Scheiß. Wie war denn das? Wie war denn das? Tab. 5-mal Pack sollte dabei haben. Aber das ist ja noch die bestätigte Fracht beim letzten Mann. Na, hier stimmt immer alles nicht. Hakim Maluf. Das passt doch. Hakim Maluf. Maluf. Ha! Schon der erste Fehler. Das war's. Einreise verboten. An der Wand stellen. wie war denn das? Ich bin gerade echt. Bisschen hinterher. Zeitbarkeitsdatum, Pass und Foto. Sag mal, deine Sicht hat einen Bart und eine Brille. Ja, okay, deine Sicht nehmen wir mal durch. Das passt so. 2R46B2H3, 28. August, 30. Juli. Auch das passt alles. So, dann schauen wir mal die Ware an. Steigt mal wieder aus. Kofferraum können wir auch schon mal gucken. Raus damit. Ja, ja, hören Sie auf zu labern. Stehen Sie mir nicht im Weg rum. Das packen wir mal weg. Haben Sie hier vorne was? Nö. Haben die Sitze irgendwas? Nein. Auch nichts. Decke? Auch nichts. Die Reifen? Nix. Die Stoßstange hat nichts. Der Reifen hat nichts und der Reifen hat nichts. Vorne, diese Klappen immer, wie komisch die manchmal sind. Hier sehe ich jetzt auch erstmal nichts. Wie schaut es von der Seite aus? Auch nichts. Das heißt, es liegt einfach nur, weil der Name schlecht falsch geschrieben ist, sozusagen. Das ist natürlich ungünstig für dich. So, jetzt müssen wir mal die Papiere durchgucken. Halt. Erstmal durchgucken, was wir ausgeladen haben. Immer die gleichen Sachen. Warum gibt es hier nur ein Set? Gut, gut, gut. Also. Wie gesagt, der Name hat nicht gepasst. So, aktuelle tägliche Bestimmung müssen wir gucken. So, wir müssen achten auf kaputte Reifen, Autoscheiben, Scheinwerfer, Spiegel, Stoßstange und defekte Karosserie. Karosserie scheint in Ordnung zu sein. Spiegel hat er auch noch 2. Komm, mach mal zu, die Hütte. Lichter sind in Ordnung, Stoßstange ist in Ordnung, Reifen sind alle in Ordnung. Heck ist in Ordnung, Stoßstange hat er, Lampen hat er, kaputte Scheiben sehe ich auch keine. Oder? Ne, die ist bis runtergelassen. Okay, das heißt, wir haben weder Reifen, noch Autoscheiben, noch Scheinwerfer, noch fehlende Spiegel, das ist alles schick. So, die täglichen Bestimmungen sagten mir, dass ich niemanden reinlassen darf, der Künstler, Lehrer oder Journalist ist. Tourismus. Okay, dann sollte das ja auch passen. Das heißt, es liegt einfach nur daran, dass dein Frachtbrief einen falschen Namen hat. Ah, Entschuldigung, ich kann dich ja noch gar nicht bequatschen. Sondern der hier muss erstmal alles mal einräumen. Ja, räumen Sie mal ein, Genosse. Genosse Maximov. So, können wir mit dir handeln? Hast du irgendwas? Fahrer will sich auf keinen Handel einlassen, dann wird er verhaftet. Nee, Inspektion ist beendet. Du darfst nicht. Beim Frachtbrief habe ich hier, beim Namen da, da stimmt einfach was nicht. Also wenn der Name nicht stimmt, dann. Aber was ist mit dem, warte mal, der Frachtbrief hat gesagt 5 Gepäckstücke, ja? Ja, das hat also auch gepasst. Na dann, der Name. Na, ich mache keinen großen Fehler, du machst gleich einen großen Fehler. Ich bin bewaffnet. Also, halt die Fresse, ich kann auch den ja nehmen. Immer diese Leute. Komm, verpiss dich. Hau ab. Kann nichts dafür, dass du nicht schreiben kannst. Voll Trottel. Aber wir müssen die anderen unbedingt noch wegbringen.
Komm, hau ab. Ich will wissen, ob ich richtig liege. Perfekte Inspektion. Ah, alles richtig gemacht. So, gleich den nächsten. Was, ja? Guten Morgen, guten Morgen. Für mich ist hier schon die Sonne schon unter, aber ist okay. Zeig mal die Dokumente. So, was haben wir denn da? Jonas Volk. Jonaf. Da stimmt schon was nicht. T8W4. T8W4. 8D81. 8W. Was? 8D81. Oh Mensch, völlig verrutscht gerade geistig. 16. 25. Das passt alles. Wegen was bist du eigentlich hier? Wissen wir nicht. Ist einfach nur eine Bürgerkarte. Du hörst schon hierher. Okay. Kein Tourist oder sowas. Was machst du denn im Ausland? Gab's da was? Spiegel hat er dran. Ich sehe hinten keine Stoßstange. Aber ich glaube, hier ist auch keine, wa? Keine Pack, ne? Gar nichts. Das sind mit. Hast du gerade alles weggefahren oder was? Ist natürlich komisch mit dir. Wenn der Name als Bürger schon nicht stimmt. Ich meine, die Bürgerkarte passt einfach nicht. Muss doch irgendwas haben. Er hat alle Spiegel. Die beschissene Karosserie scheint zu funktionieren. Die hintere Stoßstange bin ich mir nicht sicher, aber vorne hat er auf jeden Fall eine. Ich weiß halt nicht wegen der Anhängerkupplung, ob hier eine gewesen wäre. Ich glaube tatsächlich nicht. So, ja, der Name passt nicht. Der Rest, das Foto nochmal kurz schauen. Sahst du so aus? Mit Vollbart. Der Mütze. Die Mütze ist auch ganz wichtig. So, Halbbarkeitsdatum passt. Passnummer geht. Foto ist okay. Frachtbrief haben wir nicht. Aktuelle Tagesbestimmung haben wir jetzt auch nicht. Autoscheiben, Scheinwerfer und alles hat auch funktioniert. Insofern sollte ich eigentlich fertig sein mit dir. Aber du hast halt einen falschen Namen. Handeln willst du auch nicht. Vorne habe ich jetzt nicht reingeguckt, aber da... Brauchen wir jetzt nicht, komm. Wir verweigern das einfach, weil die Bürgerkarte passt nicht. Ja, Name falsch. Kenn nichts dafür. So, und der nächste schon mal. Komm so rein. Nächstes Mal eine richtige Bürgerkarte mitbringen. So, komm, zeig an, dass es perfekt ist. Gerechtfertigte Ablehnung, es war nicht perfekt. Warum nicht? Er hatte einen kaputten Reifen und fehlende Stoßstangen 2? Moment mal. Also bei der vorne bin ich mir sicher, aber hinten? Ein kaputter Reifen, gut, den könnte ich übersehen haben. Haltbarkeitsdatum der Bürgerkarte war auch falsch. Oh, das war echt mies. Na gut. Vielleicht Werbung für irgendeinen Whisky? Ist meiner. Kriege ich kein Geld für. Also muss ich es nicht deklarieren. So, und ihr seht jetzt auch nichts weiter. Ihr seht nicht, woher der kommt. Also alles schick. Lassen wir gleich offen. Och. Ja, danke. Ist ja nicht warm draußen. Meine. Schwitzen tue ich auch nicht. Ist das Ding? So, Kollege. Zeigen Sie mal Ihre Dokumente. Oh, es brennt ja auch nicht in Natza. Oh, leere Magen ist echt finster. Oh, ja. Was? Hier stimmt was mit dem Namen nicht. Lehrer. Lehrer wollen wir da ja nicht haben. Was wollen wir denn mit Lehrer? Welches Jahr? Wir haben 81 und die ist nur bis 1980. Ihr stimmt ja auch nicht. So. Einreiseerlaubnis. 17KC 8L44 Nazakapi. Die passt. Das ist einfach nur eine Eisen. Die Einreiseerlaubnis klappt, aber deine Arbeitskarte ist einfach schon lange abgelaufen. 20. April? Dann stimmt das ja auch nicht. Die Einreiseerlaubnis stimmt schon nicht mehr. Deine Sicht. Ja, komm, lass mal durchgehen.
Mit dem Auge zudrücken. So, Passnummer war in Ordnung, Fotos in Ordnung, Frachtbrief, aber hier tägliche Einreisebestimmung ist mal falsch. Sollten wir gucken, kaputte Reifen und so ein Zeug. Nicht nochmal Scheiße bauen. So, die ist definitiv eine Stoßstange dran, Leute. Es wird schon wieder nur ein. Oh, da ist ein kaputter Reifen. Auf jeden Fall. Ja, ich habe was gefunden. So, Scheiben zerbrochen. Hat da hinten noch was drin? Nö. Hintere Stoßstange ist definitiv auch dran. Also an Stoßstangen liegt schon mal nicht. Ich sehe mal nicht, ob die Scheibe drin ist. Die ist manchmal so sauber geputzt. Aber Scheiben scheinen in Ordnung zu sein. Er hat zwei. Ne, er hat nur einen Spiegel. So, Scheinwerfer. Alles schick. Stoßstangen haben wir. Karosserie war auch schick. Ja, gut, hier stimmt halt nichts sonst. Insofern, das war alles. Gibt's nicht. So, jetzt haben wir alle. Müssen wir die anderen Pfeifenköpfe wegfahren? Ich habe leider kein rotes Auto heute gefunden, wo das so gepasst hätte. Ist jetzt weg. Haben wir es richtig? Nur gerechtfertigt. Was war denn falsch? Autoscheiben zerbrochen. Ich habe sie nicht gesehen. Scheinwerfer auch zwei kaputt. Wo waren denn da zwei Scheinwerfer kaputt? Oh, Mikro fast umgehauen. Ich will nicht. Wie lange geht die Folge noch? Oh, ungefähr 22 Minuten. Scheiße. Kann ich noch so viel Fehler machen? Ha. Hohohoho. Ja, ich darf die Gefangenen ja nicht über Nacht im Auto lassen. Also muss ich die jetzt noch auf dem Feierabend wegfahren. Auf leeren Magen ist finster. Ich hatte heute nämlich keinen Mittag. Mittagessen war irgendwie, weiß ich nicht, das Fleisch war knorpelig und zäh und dann habe ich nur Gemüse gegessen und Gemüse nur alleine macht einfach nicht satt. Ich weiß nicht, wie die Vegetarier das können. Ich meine, schön, dass sie fürs Tierwohl sind, aber ich kann damit nichts anfangen. Also nicht wegen dem Tierwohl oder sowas. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich verstehe bloß die Begründung immer nicht, warum man das, warum man kein Fleisch fressen sollte. Ich sehe Menschen einfach auch nur als Tiere. Wo denn? Oh. Wo denn? Oh. Scheiße. Stimmt das mal auch nicht da drüben? Weiß nicht, wo der letzte ist. So, ihr Schweinehunde. Was haben Sie dabei? Tägliche Kosten. Munition für die Pampe. Perfekt. Das Tattoo dabei. Munition für die Pistole. Auch schick. Noch mehr Pistolen, Muni. Oh, Scheiße, Mann. Der zerfrisst gerade meinen Magen. Oh, bin echt abgefuckt gerade. Was ist mit dir los? Boah. Guck mal, die Tür fehlt. Können wir besser einsteigen? Da wird mich noch gerammt. Oh, hier sind alles Blödköppe. Warte mal, wo stehe ich denn jetzt hier? Irgendwo in den alten Ruinen. Scheiße, ich schwitze doch ja nicht wie ein Tier. Fuck, ist das warm.
Warm, leerer Magen und dennoch Alkohol. Ich bin jetzt schon völlig breit. Oh, scheiße. Ich merk's, wie es drückt in der Birne. Betrunken sollte die Folge heißen. Fuck. Oh, das Let's Play als russischer Wachposten ist, glaube ich, nicht durchdacht. Für den Winter okay, da hält's einen warm, aber im Sommer? So, Meister. Irgendwo war da hier jemand. Genau, hallo, ich bin der Neue. Doch nicht, ich war schon mal hier. So, die vier Leute. 814, das lohnt sich ja sogar. Kann ich mein Auto mit reparieren? Ab geht die Fahrt! Alles einzeln. Ah, die sind alle ausgestiegen. Scheiß, ich bin alleine. Scheiß, ich häng fest. Ja, scheit. Ich sollte vielleicht mal wieder den LKW-Simulator spielen. Ich habe zwar keinen prominenten Besuch, so wie andere, die so tun, als wenn sie in der Kabine sitzen. Henno! Verzeihung, da hatte ich gerade so einen Henno-Husten. Aber gut. Scheiße, wo muss ich denn hin? Warte, das ist okay, glaube ich. Da krieg ich wieder Schweiß, richtige Brust zwischen der Titties quasi lang fließt. Und sich dann quasi an eine Bauchhaare verfängt und der Tropfen sich bildet. Das ist richtig eklig. Oh Mann. Verdammte Scheiße hier. Bremsen. So. Geradeaus weiter. Ist gut, glaube ich. Nee, da lang. Ich weiß es nicht. Scheiße, was soll ich denn jetzt hier machen? Ja doch, das war okay. Verfluchter Mist. Ganz schön hügelig das Gelände. Oh. Ja, bitte don't drink and drive, bitte, Leute. Oh, shit. Ein paar Schlenker müssen dabei sein. Und macht die Fahrt einfach keinen Spaß. Puh, ich bin echt fertig. Fuck. So ein bisschen. Wieso ist das heute so ein bisschen, der mich fertig macht? Geradeaus. Dann stört mich das auch nicht so. Na gut, dann bin ich immer in der frischen Luft im Garten. Wenn ich was trinke. Oh, das wird bestimmt lustig. Heute Abend zocke ich noch Age of Empires. Habe ich ewig nicht gezockt. Oh. Halbes Jahr oder sowas. Aber der Overrated Clan ist gewachsen. Das ist wunderschön. Grüße an die Leute, die da sind. Danke, dass er mich immer noch ein bisschen mit unterstützt. Mich abonniert. Sagt man eigentlich zu selten. Generell all so eine Sachen. Zu meckern und zu nörgeln hat man eher, aber schöne oder gute Sachen oder lobende Sachen sagt man eigentlich fast nie. So, Kollege, ich habe hier ein bisschen Zeug abgegeben. 302 nur, da waren die Leute aber mehr wert, also mal ganz ehrlich. So, Inventar. Halt, das können wir eigentlich gleich mal... Ah, ich bin völlig überfordert. Scheiße. So. Tür wurde zu. Die andere ist ja dauerhaft offen. Mensch, der hat bestimmt gute Belüftung, nicht so wie in meiner Bude jetzt. Einmal im Kreis, den nicht überfahren und raus aus der Putze. Ich glaube, da war ein Tor. Ich weiß auch nicht. Also nicht wie beim Fußball, aber so ähnlich. Wie lange muss ich noch? Viertelstündchen. Super! Na super, alles in Load. Ich überlege echt, ob ich danach noch eine Folge aufnehme. Das könnte vielleicht lustig werden. Aber wenn ich Pech habe, bin ich richtig dicht. Ja. Kein Video übrigens für Kinder hier. Aber sollten sowieso nicht sein. Ich meine, wir sind hier ein Grenzposten. Da kann ja alles passieren. Oh.
Verzeiht, da war so ein bisschen Schleim im Hals. Der musste mal kurz durch die Nase hoch. Er muss bald wieder raus. So, Kollege, ich bin wieder da. Endlich Feierabend machen. Dann machen wir jetzt mit dem Auto. Reparieren wir das nochmal, obwohl die Tür macht schön luftig. Lassen wir so. Ich meine, ist in Sibirien vielleicht ein bisschen blöd, da ist kalt. Aber hier ist alles schick. Alter, ich triebe das so. Was soll ich denn jetzt den Plan schon offen machen? Ich bin einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Wir sollten uns ein Messer demnächst. Ne, wir haben noch eins. Aber wir könnten noch ein Messer besorgen. Wir haben noch eine Pistole übrig. Wir sollen die Munition hier mal wegpacken. Ja, genau, das war die richtige Munition. Scheiße. Oh, wir haben offen gelassen. So, Erwin. Ach nee, Wachtmeister Moskowitsch. Ich mach Feierabend. Ist alles schick. Warte mal, was ist denn hier noch drin? Ist das einfach nur mein ganzen Scheiß? Ich lagere einfach den ganzen Müll in der Putze. Schon wurde der Tapi drückt. Oh Gott, ich bin so fertig. Ich glaube, wir wissen gar nicht, ob wir jetzt so viel Fortschritt gemacht haben. Aber ist halt so. Oh. Ich meine, die Lampen hier in der Brühe machen ja auch noch ein kleines bisschen Wärme. Fenster ist auch zu. Einfach weil draußen irgendein Fest ist oder so ein Kram. Irgendein Sportfest oder so. Dann hört man nochmal zwischendurch klatschen. Hoffentlich hört man das nicht in der Aufnahme. So. Boah, nächster Tag. Was ist los? Mach auf die Butze. Komm gleich hier rein. Na, was ist denn du? Bist du ein Trecker oder was? Warum bist du so langsam? Liegt das an deinem Gesicht? Was ist das für ein Auto? Ist ja jedes Matchbox größer. Pfeife. Shit, Mann. Ja, gib mal her hier deine Papiere. Ich guck genau durch. Izzat Ghazali. Izzat? Oh, das stimmt ja so, ja. Wie sieht's denn hier aus? Izzat, das stimmt was nicht. Verkackt, du Idiot. So, Holzfäller bist du. Naja, hast aber ordentlich Holz vor der Hütte, wa? Das ist ja schlechter plumpe Witz hier. So, Arbeit? Ja, Arbeit, das ist genau der Einreisegrund. X15P. X15P, A2W3, A2W3. Das passt jetzt. 6. Juni ist auch schick. 10. Mai ist auch schick. 81 passt auch. Nicht, dass es wieder 80 ist und mir das nicht auffällt. Schauen wir mal ihren Matchbox-Auto an. Das, ach, das ist der Kofferraum. Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Da können sie ja fast ein Kaninchen reinpacken. Warum auch immer ein Kaninchen? So, die Reifen sind schick. Stoßstange hat er. Die Lampen sind Teile. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen spucken gehen zwischendurch. Ist alles schick? Warte mal. Der ist so. Ist der kaputt? Oder muss der so sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wobei einer ist ja. Ja, die anderen passen doch. Insofern ist das bloß ein Rücken. Gott, ich bin gerade echt überfragt. Ich meine, der sieht heiler aus. Ist das, das Rückfahrlicht oder nicht? Izzat Ghazali. Du hast sonst nichts. Du willst einfach nur arbeiten gehen. Als Holzfäller. Und Holzfäller sind ja gefragt. Aber leider ist ihr Name nicht in Ordnung. Der Rest ist ja schick. Auch die Fresse passt mit dem Foto. So, Einreisebestimmung haben wir nicht. Reifen haben wir nicht gefunden. Autoscheiben, Scheinwerfer haben wir nicht gefunden. Oder wissen Sie nicht? Spiegel, Stoßstange, Karosserie. Scheiben. Scheibenkleister ist alles in Ordnung bei dir. Karosserie bloß. Na, die ist auch schick. Quatsch. Das war schon richtig. Also Karosserie, Stoßstangen, Passspiegel, Scheinwerfer, Autoscheiben, Reifen. Sie ist bei dir alles okay. Bis auf den Namen schon wieder. Hast du was zu handeln, Kinder? Wenn wir handeln, das sind also alles für Leute. Wir verweigern, weil der Name kacke ist. Ja, ja, deine Mutter macht auch einen Fehler, indem sie mit deinem Bruder schläft. Oh, so. Oh, hier ist rot. Rot, ich habe rot entdeckt. Die Folge geht noch 10 Minuten und ich entdecke was Rotes. Perfekt. Haha, ich muss getrinken. So, komm, Attacke.
So, der Reifen ist schick, der Reifen ist schick. Der Reifen ist schick, der Reifen ist schick. Stoßstange hat er, Lampen sind in Ordnung. Stoßstange hat er, Lampen sind in Ordnung. Spiegel links, Spiegel rechts, ein paar Schweine an Bord. Ein Schwein. Hallo, Olaf. Verzeihung, das war eine Anspielung auf einen bekannten Politiker. Du siehst aus, als wenn du echt bist. Muss ich dich jetzt aufschreiben? Ein Schwein. Das ist einfach geil. Oh, warte, das Schwein muss Bild machen, das ist cool. Voll die krasse Sauerei hier. Ein schönes Baconstück. So, Karosserie ist, glaube ich, schick. Hast du sonst noch was im Auto? Ich steig mal in. Ich weiß, ich steige nochmal aus, weil alle Mann, die meine Körpergeruch nicht ertragen können. Was für ein geiles Schwänzchen. Oh, ich stehe auf Schweineschwänze. Ach Mann, was ist los hier? Hast du was zu handeln für mich? Auch nicht. Warum habt ihr alle nichts? Ich habe so viel Scheiße dabei. Selim. Selim? Jopp. Den hatten wir doch schon mal. Jopp. Aber da war ein anderer Name drin. Ist das der Verwandte? United Rally. Okay, M4 P3, M4 P3, 2X53, 2X53, 15. Januar 81. Arbeit. Halt. Da passt was nicht. Geburtsdatum wissen wir nicht, aber der 11. August passt. So, die Fresse, die passt auch. Vorbei. Gucken Sie genau so grimmig. Tut er. Alles schick. So, Fotopass, Frachtbrief. Halt. Den zumachen. Arbeit steht nur da. Wir wissen nicht, was sie machen. Was sind sie denn? Politiker? Wie das Schwein hinten drinne? So kaputt Reifen auch nicht gefunden. Auto scheinbar nicht. Wir haben sonst nichts gefunden bei dir. Karosserie ist schick, Spiegel ist schick. Das stimmt alles. Ich muss dich also wegen dem Haltbarkeitsdatum jetzt hier lassen. Na dann, verhaften können wir dich nicht. Lohnt sich nicht. So, Haltbarkeitsdatum, du bist ein bisschen alt. Dein Datum passt einfach noch nicht. Ja, ist noch nicht vorbei. Pass mal auf, wenn ich den Kopf ballere, du Bastard. So. Ich habe vorne. Ich habe alles durchsucht. Der war rot. Du bist nicht der Schmuggler gewesen, nach dem wir suchen. Vielleicht hätte ich hinten noch mal hingucken sollen. In den Sachen da. In den. Ja, bleiben Sie stehen! Scheiße, ich kann sein, dass das. Hier rechtfertigt, aber irgendwas war falsch. Die Einreisebestimmungen? Wieso? Er war doch einfach. Hä? Das heißt, er darf nicht Künstler, Lehrer oder Journalist sein. Warum? Ich bin heute einfach nur durch. Die zum Arbeiten kommen wollen, dürfen nicht Künstler, Lehrer oder Journalisten sein. Fuck, ich kann doch nicht. Ich kann ja auch nicht gucken. Ah, ich mach mich fertig, halb wütend. Ah, ich muss den trinken. Scheiße, liegt der Whisky bald noch alle. Okay, ich gebe zu, ich nehme keine weitere Folge. Huch, schon wieder das Mikro. Ja. Ah. Gut, dass die Folge in 6 Minuten zu Ende ist. Kommen Sie einfach raus. Oh. Oh, Appelpelle. Don't wink and drive. So, nee, ist noch nicht beendet. Was mache ich hier eigentlich? Die Fresse. Die Fresse passt. Suchen. Suchen Teriyaki. Teriyaki, Mensch. Suchen Teriyaki. Oh, geil. Ja, 559 Idk7. 5-mal Pack. Wegen Arbeit, das Datum passt, das passt auch. Künstler wollen wir nicht. Verpiss dich. Suchen Teriyaki, suchen Teriyaki. Nee, Fracht war jetzt noch nicht. Kontroll da. So, Reifen. Er hat 4 Reifen. Da fehlt 2 Spiegel.
Autoscheiben und die sprungende Scheinwerfer. Hat er nicht? Hat er nicht. Reifen hatten wir schon geguckt. Stoßstange und Karosserie. Stoßstange hat er vorne. Hat er hinten. Karosserie ist in Ordnung. Gut, den unteren Kram haben wir. So, die Namen und so hatten wir auch schon durch. Haltbarkeitsdatum hatten wir durch. Passnummer passt. Foto passt. Frachtbrief. So, hast du noch irgendwas im Waren versteckt? Jungs. Nicht Jungs. Nur da das Zeug hier hinter. Das planen wir erstmal aus und kippen gleich nochmal durch. Alles in Ordnung. Nee, ist ja nicht in Ordnung. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, überprüfen. Lass mich raten. Der gleiche Scheiß. Jeder hat das gleiche. Ich glaube, die sieht die Packstücke schon so wie sein Ü-Ei. Was ist denn da los? Neue Post? So, Kollege. Ach nee, ich muss die Scheiße erst wieder einladen lassen. Maximov! Lad mal in, Maximov! Hieß du Maximov? Oh, ich bin gut. Ich wusste noch, dass der Maximov hieß. Wobei, das hatten wir heute schon. Scheiße. So, was sagt die neue Zeitung? Arbeit für alle! Um die Moral der jungen Generation zu schützen, führt der Parteibeschluss die allgemeine Arbeitspflicht ein. Jeder Bürger wird einen Beruf zugewiesen, der ihm ein Leben in Würde und Wohlstand ermöglicht. Gleichzeitig wird eine sich der mangelnden Nachfrage nach bestimmten Berufen eine Liste der unbrauchbaren Berufe herstellt, die das Beschäftigungsniveau in bestimmten Wirtschaftszweigen regelt. Die Regierung schafft neue Arbeitsplätze. Während des gestrigen Besuchs einer Delegation aus dem Königreich Akai hat sich Königin Galenia persönlich bei Igor Karov für die jüngsten Vorfälle entschuldigt. Die Regierung hat in ihrer Güte beschlossen, das Embargo für Ware aus dem Königreich aufzunehmen. Aufzuheben, nicht aufzunehmen, natürlich. Nee, ne. Wieso leuchtet denn das Gerät hier so? Gibt's hier noch was? Ach, ich habe einen Brief, Mineneinsturz. Oh nein! Mindestens 5 Bergleute wurden vertötet, als am Morgen ein unterirdischer Tunnel in der Kohlemine Brütka eingestürzte. Rettungsteam versuchte 12 Verschüttete zu befreien. Außerdem sind mehr als 1000 Bewohner der umliegenden Dörfer den Verletzten zu Hilfe geeilt. Im Moment sind die genauen Ursachen der Tragödie noch unbekannt. Warum rede ich eigentlich so? So. Handeln willst du nicht? So, wie war denn das jetzt mit den Sachen hier? Kontrollbericht. Die Einreisebestimmung, weil du Lehrer oder sowas warst, ja? Was warst du denn? Nee, Künstler oder Toilettenputzer? Ich weiß es nicht mehr. Künstler! Kleinkünstler, wa? So, das beenden wir. Kleinkünstler brauchen wir hier nicht. Tschüss! Next! Wir haben noch eine Minute 30. Vielleicht kriegen wir die Pfeifen hier noch durch. Ich glaube nicht. Ach, guck an, da unten der schöne Wodka. Jetzt so, ist lange keiner gewesen, den ich verfolgen musste. Also in der ganzen Folge noch nicht. Was meine ich damit? So, der verpisst sich. Gerechtfertigt nur. Ach nee, was denn jetzt schon wieder? Einreisebestimmungen? Waren falsch? Nee. Der Name im Frachtbrief. Autoschein war auch kaputt. Oh, Epic Fail heute. Einfach nur Epic Fail. Shit. Haha, Mikro nicht getroffen. Ich glaube, ich höre dich auf. Fuck, ich will nicht mehr. Yeah. Wie ist los? Super voll. Scheinwerfer schick. Sieht komisch aus, oder?
bisschen komisch aus, ich weiß auch nicht. Aber vorne kein Stoßstang. Ich brauche erstmal die Papiere. Wille haben die nicht zu handeln hier. Was soll denn das? Wozu ist denn hier ein Handelssystem drin? Ich habe hier so einen vollgeschmierten Zettel, wo schon dreimal irgendwie Fett drüber gelaufen ist hier. Wo ich schon nicht mehr lesen kann. Ja, was war denn das? Toilettenpapier und purer Wodka. Aber hey, cool, ich kann es lesen. Unsere Zeit ist um. Habe ich die Papiere jetzt schon gekriegt? Ja, habe ich. Hier. Ausschreiben. So, Medikamentenkisten 3. Hier Kartoffelsäcke. 4 mit 12 mal Zement. Uah. Uah. Ja, hier. Muss aber da runter. Hier ist nichts. Alles schick. So, der Reifen ist schick. Der Reifen ist schick. Der Reifen ist schick, der Reifen ist schick. Laine. Laine Sabirov. Laine Sabirov. 92 JW8. So. Transit. Name war richtig. Haltbarkeitsdatum. Haltbarkeitsdatum passt. Passnummer. Habe ich die schon? Ja, die passte. Foto. Passt. Frachtbrief war auch in Ordnung. Tägliche aktuelle Bestimmung passt. Kaputte Reifen ist in Ordnung. So, kaputte Scheiben. Die ist runtergelassen. Scheiben passen. Scheinwerfer. Würde ich sagen, das ist in Ordnung. Spiegel und Stoßstangen. Das ist doch hier eine Stoßstange. Immerhin ist da ja was dran. Auf der Seite fehlt der Spiegel. Du hast zwei Spiegel verloren. Karosserie war sonst in Ordnung. Du darfst rein. Ich muss aber erst Maximo finden. Maximov! Da ist er. Da ist er! Wir reden mit dem Zeug. Ich glaube, dass mit den Teilen war keine Beschränkung, dass er nicht rein darf. Also, dass du der Einzige heute mal, der durch darf. So, unsere Zeit ist um. Da ich aber weiß, dass das Spiel blöd speichert, nehmen wir den letzten Wagen auch noch mit, dann wird es halt eine Überlänge. Gültige Einreise. Fehlende Stoßstange. Ich will nicht mehr trinken. Ich will nicht mehr wissen, das für ein hässliches Auto. Ist so warm. Ich mach mal den Ventilator an. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, jetzt habe ich ein bisschen Wind. Damit die Titis nicht so schwitzen. Ach, ich will nicht. Fuck. Ich trinke erstmal einen Schluck Tee. Der Körper braucht vielleicht auch mal Flüssigkeit, die nicht alkoholisch ist. Guckt der eigentlich so grimmig? Oh, fuck.
Du sieht mir ein bisschen plastisch aus. Gib ihr Alkohol. Das ist ja richtig passend fürs Ende der Folge, dass in der Plastikkuh gefühlt der Alkohol drin liegt. Steig mal aus, du wirst verhaftet. Ja, den haben wir. Sorry. Müssen wir noch alle Schmuggelware finden. So, Moskowitsch, passen Sie mal auf. Das laden wir ja in. Jetzt schon ins Auto packen. Lad mal die eine Kuvola in. Halt, nee, nicht. Wenn ich das leere, ist vorbei. Ich muss finden, gucken, ob ich noch was finde. Noch ich trinke, muss ich nämlich kotzen. Also muss ich das jetzt ordentlich machen. Ich bin völlig durch. Es ist einfach gefühlt 55 Grad draußen oder so wird. Ude hat bestimmt 70 Grad. Also in der Sauna ist angenehm, ja. Was? Wir werden angegriffen, jetzt so. Ich soll auch noch zielen. Was macht denn ihr da drüben, Kollegen? Wo sind die Feinde? Hier in der Richtung. In der Türe? Das sind ja wirklich Feinde. Einfach ballern. Ist nicht mein Auto. Ist ja fast wie bei Hell Let Loose, ja. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Erika. Also die Inspektion war in Ordnung, aber irgendwie bin ich kaputt. Kontrollpunkt, start den Tag neu. Nee, Kontrollpunkt. Fuck. Alarm, Alarm. Jetzt ist die Karre aber weg. Sitzt da. Verdammt, jetzt habe ich auch keine Sachen mehr. Was? Meine Waffe ist weg? Mein ganzer Scheiß ist weg. Scheiße. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Inspektion in Ordnung war. Welche Taste war das? Das ist nicht. Jetzt sehe ich wieder Mohun. Ach, guck mal, der ist hier in grün. Okay, den haben sie gerade erledigt. Da explodiert. Hat hier jemand eine Bazooka oder was? Scheiße, sind das Fälle. Eine Sekunde. Verbleibende Feinde 6. Gut, dass ich hier noch Kollegen habe, die mitschießen. Ist nochmal was explodiert.
Haha, den haben wir auch. Oh! Fantastisch. Alles geschafft. Behandlung des Personals. Okay, sie müssen sich heilen. Dafür haben wir Leute umgelegt und die haben Geld dabei. Okay. Der nächste Angriff vereitelt. Und nun? Achso, ich kann weiterlaufen. Ist alles schick jetzt? Muss ich hier noch durchsuchen? Nö, sie sind alle weg, wa? Ja, ich glaube, wir machen Feierabend. War ein jeder Tag. Stark fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fuck, wir gucken uns noch die Statistik an. Also. 1400 Verdienst. Ja, gut, es war nicht optimal heute. Halten wir das mal fest. Aber zumindest haben wir die Whiskyflasche leer gemacht. Muss es auch positiv sein. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.